Glaube ich, Zeit für euch. Genau. Ab an den Tisch. Los. Spiel läuft. So, Anpfiff im Endspiel. In Schwarz der FC Gastrop gegen den blauen Backauer Gastrop. Und da sind wir dann schon vom Interview zurück an unseren Kommentatorentisch. Nachdem wir einmal unsere komplette Vita erzählt haben. Eben, jetzt wisst ihr alles über uns. Ja, das Finale läuft. FC Kassel brauchst du in Schwarz, SV Wacker über Kassel in Blau. Und wir sind gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Und wir haben auch noch mal Nachrichten bekommen über unseren WhatsApp-Service und die gehen wir natürlich noch mal gerne durch. Einmal von Rainer Matukat, langjähriger Trainer, unter anderem bei TuS Henrichenburg. Und er sagt, toller Livestream und klasse Interviews, macht Spaß, euch zuzusehen. Konnte so wenigstens meinen Henrichenburgern die Daumen drücken. Er freut sich aufs Endspiel und ist familienbedingt für den FC. Ui. Und ein alter Wackeraner hat sich auch gemeldet, Andreas Dorniden. Er sagt uns auch, dass er schon am zweiten Tag, den zweiten Tag am Stück vorm Fernseher ist und ebenfalls auch die Hallenstadtmeisterschaft schaut und spricht uns auch nochmal ein Lob aus und liebe Grüße auch an das Team von KASTV. Er weiß selbst, wie anstrengend es ist zu kommentieren, denn er hat es hier auch schon für KASTV gemacht. Deswegen danke an Andi Dorniden und Rainer Matukat für eure lieben Grüße und vor allem für das Lob natürlich auch danke, was wir gerne auch an KASTV weitergeben, weil wie gesagt, ohne die Kollegen von KASTV wäre das gar nicht möglich. Genau, und die Grüße gehen natürlich auch zurück an beide. Vielen Dank und bis bald mal. Und jetzt schauen wir, was auf dem Spielfeld hier passiert. Steht es nämlich noch 0-0 nach jetzt 2 gespielten Minuten. Der FC hat jetzt die Pause genutzt, um hier komplett einmal durchzuwechseln, glaube ich. Ne, Michael Jack war schon auf dem Platz. Bislang beginnt das Spiel erstmal so, wie gerade auch das letzte Zwischenrundenspiel zwischen den beiden Teams. Wir erinnern nochmal, zum Ende der Zwischenrunde trafen beide Teams aufeinander und spielten da um den Sieg in der Zwischenrundengruppe F. Letztlich wurde der SV Wacker über Kastrop Erster, der FC Kassel Brauchse Zweiter. Allerdings auch nur, weil sich beide Teams 1-1 trennten und Wacker das bessere Torverhältnis hatte. Und dort war es auch ähnlich spannend, aber beide Teams, wie gesagt, es waren ein taktischer Kampf wirklich gegeneinander. Beide Teams waren bedacht, keinen Fehler zu machen. Und wir wollen hoffen, dass jetzt noch ein bisschen mehr Tempo drin ist als in dem Spiel, dass sich vielleicht eine Mannschaft dann noch mal ein bisschen mehr traut. Und die vermeintlich leicht favorisierte Mannschaft hier mit Wacker über Kratzer als Landesligist, die müssen sich heute schon ganz schön strecken. Und dass man das Spiel nicht auf die leichte Schulter nimmt, das sieht man, glaube ich, auch an den Angehörigen von Wacker über Kratzer, die da sehr, sehr gespannt hinter der Bank stehen. Ohne Kotschakai. Und da fällt das 1-0. 1-0 für Wacker über Kastrop, Torschütze mit dem Stefan Kitowski. Torschütze, Stefan Kitowski, der gestern noch nicht da war, heute vielleicht auch noch ein bisschen ausgeruhter ist als seine Kollegen, erzielt das 1-0 nach knapp 3,5 Minuten. Vermeintliche Favorit, der Landesligist, geht mit 1-0 in Führung und macht weiter Tempo. Elbe Schala sich im 2-0 für SV Wacker. Vorarbeit von Nico Brehm. Unglaublich schnell gespielt. Nach knapp 4 Minuten führt der Landesligist mit 2 Toren. Ja, das wird natürlich jetzt immer schwieriger. Simonacci. Aus der zweiten Reihe schon fast so ein bisschen Verzweiflung auch dabei. Ja. Wir hören es hier, Elbe Schala, der direkt vor unserem Kommentatorenpult steht. Er ruft doch mal ganz laut, wir sind da. Und man merkt, die Wackeraner, die gehen immer voll drauf. Sind schon richtig im Finale drin, während der FC noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, die Kontrolle zu gewinnen. Und vor allem auch Schwierigkeiten hat da, die Wackeraner zu durchbrechen. Auf der anderen Seite, gerade gegen Schwerin, lagen sie auch schon 0-1 zurück, jetzt ist aber eben schon 2 Tore. Da hatten sich auch stark zurückgekämpft. Eben jetzt sind 2 Tore, das wird deutlich schwieriger.
Aber was wir in diesem Turnier auch schon gemerkt haben, eine 2-0-Führung sagt noch gar nichts aus. Übrigens Schiedsrichter des Finals, Kasten Rauxler, Mike Jahr, den wir auch schon am Mikro hatten. Freistoß Emil Alic. Rimonacci versucht an Serchan vorbeizukommen. Das Kapczak ist im Gewühl. Wieder auf Alic. Hätte da mal quergelegt. Standen, glaube ich, zwei Leute frei. Starke Aktion von Hadji, aber der Ball kommt beim Teamkollegen nicht an. Es ist aber wieder am Ball. Schießt mit links. Knapp vorbei. Ja, und die Wackeraner haben jetzt den Vorteil, sie können sich ein bisschen zurückziehen, auf Konter hoffen, weil man hat gesehen, zwei, drei schnelle Pässe, die kann keiner verteidigen. Eben. Und die defensive Kompaktheit, das muss man ja auch sagen, macht die Wackeraner in diesem Turnier auch irgendwo aus. Das wird ganz schwierig für den FC, das zu durchbrechen. Vielleicht jetzt durch den Konter. Aber Rimon Hadji wird gehindert, da den Pass zu spielen. Mehr als die Hälfte der Spielzeit Zeit für den FC Kassel-Brauxel. Eben noch jetzt nichts verloren. Hier sich zurückzukämpfen. Können wir schnell nachschauen in der Liste für Wacker Oberkastrop. Wer ist der 7. Titel? Genau. Und für den FC Kassel-Brauxel, den es ja noch gar nicht so lange gibt, wäre es der 1. Robin Jasek über André Dante. Und nochmal kurz fürs Protokoll, bevor die Frage kommt. Ausgespielt wird heute der 1. Robert-Matthes-Cup. Und es handelt sich dabei um die Kastrop-Rauxeler Hallen-Stadtmeisterschaft 2019. Genau. Genau, es ist das Turnier von 2019, was im Januar 2020 ausgespielt wird. Früher war es ja oft auch so, dass das Turnier am 2. Januar, am 2. Weihnachtsfeiertag ausgetragen wurde. Jetzt gab es kurz eine Unterbrechung. Kurzes Zwiegespräch zwischen Mike Jahr, dem Schiedsrichter, und Patrick Stich, dem Trainer des FC. Aber eben, früher war das Turnier oft am 2. Weihnachtsfeiertag. Mittlerweile wird es meist Anfang Januar ausgespielt, um den 2. Weihnachtsfeiertag doch für die Familien freizuhalten. Aus meiner Sicht auch sinnig. Ein bisschen mehr die Kontrolle zu kriegen. Vedat Öz scheitert zweimal an Ebeling. Und jetzt die Kontergelegenheit für Wacker über Kitowski. Kitowski zieht da deutlich an Vedat Öz und kassiert die 2 Minuten Strafe. Wacker in Unterzahl. Das könnte jetzt die Möglichkeit sein, für den FC ranzukommen. Schauen wir, ob der FC die personelle Überlegenheit ausspielen kann. Wir müssen auch mal mehr hier auf den Bildschirm gucken, denn... Ui, das war knapp. Kollege Christian Wurk musste eben in Deckung gehen, sonst hätte sie ihn fast getroffen. Hier gibt es viel Aufregung am Seitenrand, weil es gab einen Zweikampf zwischen Chris Kapczak und Elvis Schala. Elvis Schala ging zu Boden. Wir haben aber ehrlich gesagt, weil dadurch das Spiel geschehen war, auch nicht gesehen, was genau passiert ist. Das Spiel wird hektischer. Rimonacci. 1-2.
2-1 Wacker darf jetzt wieder aufhören. Genau. Die Unterzahl. Wieder 4 Feldspieler auf beiden Seiten. Wacker darf aufhören. Und der FC hat die personelle Überlegenheit genutzt. 6 Minuten sind noch zu gehen. Es wird nochmal spannend. Und wie man so ein bisschen mitbekommen hat von der Tribüne, die Sympathien liegen ja eher beim FC Kastrop, oder? Der Jubel war auf jeden Fall beim FC lauter als bei Wacker. Das muss man sagen. Und jetzt der Angriff, Emir Alic. Schießt! 1 Ausgleich! Ausgleich, Emir Alic! Emir Alic zum 2:2. Innerhalb von ein paar Sekunden haben sie es geschafft. Von 0:2 zu 2:2. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, wie im Halbfinale. Der FC lag mit 1:0 hinten gegen Schwerin, hat da die Partie komplett gedreht. Und jetzt mal abwarten. Knapp über 5 Minuten sind noch zu spielen. Und wir können auf jeden Fall festhalten schon mal, Christian, es ist wirklich das erwartete Superfinale zwischen den beiden besten Teams dieses Turniers. Ich bin jetzt auch mal ziemlich gespannt, wie Wacker Oberkrassow jetzt mit diesem Rückschlag hier umgeht, nachdem man sich hier eine 2-0-Führung ganz leicht aus der Hand auf jeden Fall. Also geben hat lassen. Das Momentum liegt derzeit definitiv beim FC und schauen wir mal, ob sie das nutzen können. Jetzt ist erstmal gerade ein klein bisschen Ruhe in der Partie. Der FC lässt erstmal den Ball ruhig laufen, wartet ab, ob sich Lücken bieten. Immer noch bemüht, irgendwie eine Lücke zu finden. Beruhigender Spiel derzeit. 4 Minuten sind es noch. Der lange Ball auf Michael Jack. Kann den aber nicht annehmen. Kurze Regelkunde nochmal, Marcel. Bei Unentschieden? Bei Unentschieden geht es direkt ins 9-Meter-Schießen. Wäre natürlich mega spannend, wenn es wirklich bis zur Entscheidung vom Punkt geht. Auf jeden Fall. Aber mal gucken. 3,5 Minuten sind es noch. Beide Mannschaften haben genug Zeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Eben, wie wir gerade gesehen haben in der Halle, das geht so schnell wie bei den beiden Toren vom FC. Wenige Sekunden lagen nur dazwischen. Also selbst wenn jetzt eine Mannschaft treffen sollte, entschieden wäre noch gar nichts. Versucht Wacker mit einem Konter bei Serchan. Alleine gegen alle. Und kommt durch. Aber der Schuss zu harmlos. Winkel zu spitz auf. Sah vorher ein bisschen nach Handspiel aus. Bei Serchan. Wurde zumindest reklamiert. Genau. Aber hat Schiri Mike ja anders bewertet. Die Wakaraner fangen den Ball ab. Serjan jetzt. Kein Foulspiel entschieden. Da von Robin Jasek. Hat er vorher immer richtig gut gerettet. Ja, und jetzt springt hier die ganze Wackerbank auf nach dem Zweikampf zwischen Jack und Budde. Sah so, als ob er ihn da ein bisschen geschlagen hätte mit der Hand. Aber jetzt das Spiel geht weiter. Freischuss jetzt für Wacker. Weniger als 2 Minuten noch zu spielen. Super spannend dieses Finale, Marcel. Wie angekündigt eigentlich. Auf jeden Fall. Und so langsam wird es hektisch auf dem Platz und neben dem Platz. Eberversuch von Jasmund. Ja.
Knappe Schale hat lange gespielt hier im Finale. Tut jetzt mal eine Pause. Knapp über eine Minute noch. Gelingt einem Team noch der sogenannte Lucky Punch? Oder geht's ins neue Meterschießen? Die letzte Spielminute läuft. Letzte Minute ist angebrochen. Langer Ball nochmal vom FC nach vorne. Auf Gimon Haji. Auf Chuck hier. Aber erstmal wieder zurück zu Dante. Der FC sucht nach der Lücke. Müssen sie aufpassen. 30 Sekunden. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit für den SV Wacker. Für einen Angriff. Und Nico Brehm dreht auf links. 21 Sekunden! Ausschluss! Das 3:2. Max Schröter! 21 Sekunden vor Schluss. Richtig, richtig bitter für den FC Kassel-Brauxel. 20 Sekunden sind noch da. Jetzt schmeißt der FC nochmal alles nach vorne. Schalke lang auf Ötz. Ebeling hält. Nur noch 10 Sekunden. Wieder Schröter. Max Schröter fast mit dem 4:2. 9 Sekunden noch. Eckball für den SV Wacker. Wacker hält jetzt den Ball da in der Ecke. 7 Sekunden Wacker noch. Wacker bekommt immer den Freistoß. Sieben Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Wacker hat Ronders da jetzt ausspielen in der Ecke. Nochmal die Gelegenheit. Jetzt vielleicht nochmal 2 Sekunden. Und vorbei. Das war's. Wacker Oberkastrop ist Hallenstadtmeister 2019. 2020 ist Wacker Oberkastrop gewinnt mit 3:2 im Endspiel. Ja, Gratulation an den SV Wacker Oberkastrop. Aber auch an ein großes Lob an den FC Kastrop-Brauxel. Ein starkes Finale, wirklich. Finale, wie wir es vorher schon prognostiziert haben. Und wir lassen mal kurz mit den Jubelgesängen vom SV Wacker alleine. Unser Programm dann für gleich. Wir werden jetzt erstmal die Siegerehrung, die jetzt direkt hier im Anschluss stattfinden soll, live übertragen. Und dann bekommen wir hoffentlich nochmal Altert und Noglu, den Trainer von Wacker Oberkastrop, vor das Mikrofon, bringt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler mit. Eben, jetzt sehen wir schon, wie Carsten Zwick das Pult in die Mitte trägt, zusammen mit Dekonisch. Und dann sind wir auch nochmal zu sehen. Hier sind wir auch nochmal zu sehen. Können wir uns nochmal offiziell verabschieden hier. Und alle machen sich bereit für die Siegerehrung. Hochklassiges Finale, hochklassige Halbfinals. Definitiv. Und wir melden uns gleich zurück nach der Siegerehrung. Ja, erstmal nochmal vielen Dank für zwei richtig schöne Tage. Wir haben guten Fußball gesehen und auch ein tolles Endspiel nochmal. Es hat gezeigt, wie eng das noch ist, obwohl man so viel liegen getrennt ist noch. Und ich möchte mich nochmal bei allen Helfern bedanken für das Wochenende. Beim Bürgermeister, der extra gekommen ist, beim Stadtsportverband, bei den Ruhrnachrichten, bei KAS TV. Vielen, vielen Dank. Der vierte Platz geht in diesem Jahr an Eintracht Rickern. Soweit ich habe Rickern jemand da? Ist doch jemand da? Also, ein Applaus bitte, vierter Platz für Eintracht Rickern. Der dritte Platz geht an Blau-Gelb Schwerin. Auch hier bitte einen Applaus.
Ja, das ist, wenn man das Ding die ganze Zeit anlässt in der Buchse, da muss man halt nur wieder mal ausmachen, dann geht das. So, der zweite Platz in einem tollen Finale, knapp geschlagen eben, aber ich denke eine ganz tolle Leistung an den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch an FC Kastrop. Und der erste Platz, über das ganze Turnier gesehen, durchaus auch verdient. Herzlichen Glückwunsch an Wacker und Kastrop. Ja, gerne die ganze Mannschaft. Das bekommst du schon mal. Für die Mannschaftskasse. Wir melden uns ein allerletztes Mal aus dem Studio hier zum Siegerinterview. Neben mir Aytac Uzunoglu, Trainer vom SV Wacker Oberkastrop und der Finaltorschütze Marc Schröter zum 3:2. Ja, 3:2 gegen FC Kastrop Rauxel. Ein super intensives, spannendes Spiel. Wie hast du es erlebt? Ja, ich glaube ähnlich wie die Zuschauer. Also wir haben eigentlich ziemlich gut angefangen und auch nicht unverdient auch eine gewisse Führung uns erspielt. Durch ein 2-0 war es. Ja, dann wurde hitzig und FC Kastrop hat eigentlich das gemacht, was sie halt auch über den ganzen Turnierverlauf gemacht haben. Sie waren gallig, bissig, haben um ihre Chance gekämpft. Die haben sie erhalten mit dem 2-1. Dann wurde es nochmal hitziger. Und dann passiert dem Chris leider der einzige Fehler im Turnier. Dafür hat Chris vorher aber einmal sehr, sehr gut gehalten. Also von daher überhaupt kein Vorwurf. Aber dann ist halt das Spiel auf den Kopf gestellt bzw. egalisiert. Wir fighten nochmal und am Ende, das ist 20 Sekunden vor Schluss, der Marc noch so ein schönes Ding macht. Umso schöner für uns und den Spielverlauf dann, weil 20 Sekunden vor Schluss, dann musst du das Ding auch durchbringen. Ne? Also am Ende dann sind wir uns natürlich sehr glücklich, dass das dann so gelaufen ist. Ja, der Trainer hat das schon angesprochen. 20 Sekunden vor Schluss, du machst das entscheidende Tor. Kannst du beschreiben, was hast du da eigentlich gemacht und wie hast du dich danach gefühlt? Ja, erstmal Glückwunsch an die Mannschaft, an den Coach. Ich denke, wir haben das super gemeistert. Ich war gestern arbeitstechnisch oder arbeitsbedingt nicht dabei. Bin heute dazugestoßen, haben ein tolles Turnier gespielt, meiner Meinung nach. Waren auch verdienter Sieger. Ja, und die letzten 20 Sekunden stand er außen, hab den Ball einfach reingemacht, so wie es dann auch gehört als Stürmer. Ja, und jetzt können wir gleich ein bisschen feiern, ein Bierchen trinken und ich denke, alle sind weit zufrieden. Genau, wie sieht das Feierprogramm noch aus, außer das Bierchen? Also der Martin, also Martin Janicki, unser Vorsitzender, erkennt man nicht immer, dass das unser erster Vorsitzender ist. Der wird sich spontan mit Sicherheit was einfallen lassen und dann schauen wir, wir nehmen alles mit, was kommt. Bis, ich glaube, 12 Uhr, 1 Uhr haben wir Zeit, auch wenn wir morgen vielleicht um 5 oder 6 aufstehen. Manchmal muss man die Feste halt auch so feiern, wie sie fallen und das würden wir dann wahrscheinlich auch heute tun, ja. Ja, das habe ich gegönnt. Marcel, hast du noch was zu sagen? Eine wichtige Frage natürlich noch. Dieser schöne Pokal, wo kommt der denn hin? Diesmal wird denn definitiv kein Spieler mit nach Hause nehmen, weil wir suchen noch den letzten Pokal von vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Also letztes Jahr sind wir ja nicht, davor das Jahr, glaube ich. Und den suchen wir halt noch. Und deswegen wird der mit Sicherheit auch im Vereinsheim landen. Schönes Plätzchen, wo jeder Gast und auch wir an Trainingstagen oder an sonstigen Tagen den sehen werden. Und auch ihr, wenn ihr mal zu Besuch da seid. Also der wird schon ein würdiges Plätzchen finden. Alles klar. Ja, dann vielen Dank. Ihr seid erlöst. Ab zu den Feierlichkeiten. Marcel. Super. Dankeschön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und Worte? Dann richte ich mal die abschließenden Worte an die beiden hier.
und auch an das gesamte KAS-TV-Team. Also das war ja eine Co-Produktion, die da zwischen den Ruhrnachrichten und KAS-TV abgeliefert wurde. Also ich habe sehr, sehr positive Resonanz von Freunden erhalten. Ich bin ja leider hier aktiv als Trainer und kann das nicht alles so überschauen, was jeder so alles macht. Aber es soll unglaublich gut sein. Also von daher auch nochmal, zumindest aus meinem Freundeskreis, habt ihr euch Lob verdient. Macht weiter so. Dankeschön. Danke. Ja. Danke. Alles. Ja. Super. Ciao. Den nehme ich mit, ne, oder? Den mit. Jubel! Ja, Marcel. Für uns geht damit auch ein sehr ereignisreiches Wochenende zu Ende. Definitiv. 15 Stunden live vor der Kamera. Teilweise auch nur am Mikrofon, aber ja. Ich übertrage dir damit die Ehre des allerletzten Schlusswortes sozusagen. Auch nochmal aus unserer Sicht. Und ja, wünsche bis dahin den Zuschauern ein schönes Jahr und hoffen darauf, dass wir uns nächstes Jahr hier an gleicher Stelle wiedersehen. Danke. Genau, von mir und von meiner Seite auch nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt und wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß bei uns, mit uns und natürlich dem gesamten Team, mit unseren Interviewpartnern. Bleibt uns treu und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Wir hätten Lust und bis bald. Ciao.